Und herzlich willkommen zurück bei Licht und Finsternis. So, weiter geht's in Nerata, der nächsten großen Stadt, die wir schon größtenteils erkundet haben. Doch ein paar Sachen müssen wir noch erledigen. Zum einen möchte ich, wo fangen wir am besten an? Ich würde sagen, wir machen erstmal diese Nebenaufgaben, die wir ja machen sollen. Wir sollen zum einen irgendwelche Schmetterlinge finden im Wald, die wir den einen Typen dann da geben sollen. Tja, jetzt ist natürlich nur die Frage, welcher Wald meint er? Denn hier, sehe ich zumindest mal nichts herumflattern. Und ob er da diesen Kristallwald meint, ich weiß ja nicht. Da haben eigentlich Schmetterlinge weniger was verloren. Nee, ich sehe hier eigentlich nicht wirklich was. Na mal gucken, Moment mal, da links fliegt doch was. Sehe ich jetzt erst hier. Tatsächlich. Das war so ein Schmetterling. Ja, mein Freund, reicht dir einer? Ich würde sagen, wir gucken einfach mal. Einer ist besser wie keiner. Ja, diese Spiegelbilder. Egal, halten wir uns nicht länger auf. Ich würde sagen, wir fragen jetzt diesen Typen einfach mal. Sofern ich ihn finde. So, dann werden wir ja noch, wie schon erwähnt, zu dem Magier gehen. Und vielleicht noch ein bisschen was einkaufen. Hier gucken wir uns natürlich auch noch um. Und ja, mal sehen, was uns da noch so alles erwartet. So, ich glaube, hier bin ich richtig. Oder? Anscheinend, oder? Kann ich dir jetzt diese... Nee. Moment, ich muss mal gucken, ob das überhaupt geht. Nö, hier bin ich falsch. Bruchwurfdolch. Was ich alles für Zeug bei mir habe. Heiltränke haben wir 6. Okay, Blaukraut, Engelskraut. Ich glaube, ich bin bei dir falsch. Nö, das kann irgendwie nicht stimmen. Ich dachte, das wäre hier gewesen. Okay. Na gut, nicht weiter schlimm. Wir gucken jetzt einfach noch mal schnell da oben. Vielleicht war es auch hier. Ja, das war er. Ja. 4 Stück sollten erstmal reichen. Du Witzbold. Tja, Pustekuchen. Da müssen wir wohl uns noch mal auf die Suche machen. Einen haben wir ja bis jetzt. Naja, ich denke mal, das sollten wir schaffen. Und dann sind wir auch schon relativ fertig mit dieser Stadt. Okay. Ja, was haltet ihr eigentlich bis jetzt so von diesem Projekt? Mal so allgemein gefragt. Findet ihr es von den Kämpfen her anspruchsvoll und spannend? Oder was sagt ihr auch zur Story und so? Wäre doch mal ganz interessant. Gut, da haben wir schon den nächsten. Ja, wir laufen hier einfach noch mal ein bisschen rum. Ach, und das ist ja dieser Friedhof, stimmt. Oh. Wisst ihr, was ich gerade sehe? Da unten, unter dem Eis, da liegen ja ein paar Leute. Ach du liebe Zeit. Das sind 3 Gestalten, die hier verendet sind oder was weiß ich. Ach, herrje. Ach, genau, hier geht es noch rein. Bin ich hier richtig für diese Blumen? Das Grab eines Soldaten. Ich weiß nicht genau, ob ich hier richtig bin, beziehungsweise wo ich diese Blumen ablegen soll. Halt! Oh, jetzt habe ich es übersprungen. Ja, er sagte sowas wie, das wird das richtige Grab sein. Na egal, das hätten wir erledigt. Als nächstes müssen wir uns noch auf Schmetterlingsjagd machen.
Na dann, zwei brauchen wir noch. Gut, vielleicht haben wir hier Glück. Doch, ich sehe jetzt keinen. Nee, da ist nichts. Und hier hört auch der Kristallwald leider schon wieder auf. Ich denke mal nicht, dass hier noch irgendwelche Schmetterlinge herumflattern werden. Nee. Nö. Hier, glaube ich, bin ich falsch. Okay. Na dann gucken wir uns nochmal um. Ich glaube auch nicht, dass wir schon überall jetzt in diesem Kristallwald waren. Gut, hier sehe ich nichts. Nee. Gut, dann hier haben wir einen gefunden. Da oben ging es bloß wieder zu diesem Friedhof. Dann denke ich mal, müssen wir hier noch die Gebiete durchsuchen. Gehen wir mal zu dieser Höhle links. Okay, dann sind wir hier. Sind wir schon mal falsch. Dann als nächstes Höhle rechts und dann noch diese Tempelprüfung. Gut. Den hätten wir. Moment mal, hier war ich aber noch nicht. Okay. Es sieht so aus, als würde sie einfach nur friedlich schlafen. Ach ja je. Warum nur? Warum liegt sie da? Vielleicht haben sie sie hier zur Ruhe gebettet und über die ganzen Jahre ist sie da wirklich zu Eis erstarrt, könnte man sagen. Ja, daneben ist noch eine Truhe, in der wir den Siegelschlüssel gefunden haben. Eine Heilkanone und noch ein Smaragdarmband. Dieser Siegelschlüssel erinnert mich an die verschlossene Platte beim Muschelstrand. Ah. Tiaram denkt mit. Na, wenigstens einer von uns. Tja, das wird heute ziemlich viel... werden heute ziemlich viele Nebenaufgaben gemacht. So, da drüben ist unser vierter Schmetterling. Jawohl. Das hätten wir schon mal erledigt. Und jetzt müssen wir... bin ich richtig? Nein, bin ich nicht. Jetzt müssen wir wieder zu diesem anderen Gebiet. So, jawohl. Gut, wie machen wir weiter? Gehen wir nochmal kurz in die Stadt, geben die Schmetterlinge ab. Und ich würde sagen, den Muschelstrand machen wir halt erst zum Schluss. Naja, ist halt ein bisschen ein Hin- und Hergerenne. Vor allem, weil ich immer so unentschlossen bin, was ich als erstes angeben möchte. Naja, wir werden das alles Stück für Stück irgendwie hinbekommen. Geht ja zum Glück schnell. So. Und wehe, sie reichen nicht. Ich danke dir. Hier hast du das versprochene Armband. Ein Silberarmband erhalten und 30 EP. Huch. Ach, sitzt. Jetzt hat er seine Schmetterlinge, okay. Ja, schön, dass sie sie hier auch reingesetzt haben. So. Na dann, ab in die Ausrüstung, damit ich das auch nicht vergesse. Armband, Armband, Armband. Kristallarmband. Smaragdarmband. Angriff plus 8. Das ist auch schön. Und ein Silberarmband. Das, glaube ich, sind jetzt unsere neuen Items. Schutz vor Schwäche, Abwehr plus 5. Wem geben wir das? Wie wär's mit Victor? Ach. Ja, ich bin alleine unterwegs. Ich kann jetzt da die anderen Charaktere nicht auswechseln. Oder nicht auswählen. Na gut.
Dann lassen wir das erstmal. Ich hoffe, ich vergesse das nicht. Und ja, wie machen wir weiter? Gehen wir zum Strand, würde ich sagen. Das hier möchte ich doch erst zum Schluss machen. Nicht, dass es hier gleich weitergeht. Moment. Ja, meine Stimme versagt schon wieder. Gehen wir doch erstmal jetzt zum Magier. Nee, gehen wir doch nicht. Er lädt ja nur Artefakte auf und das haben wir ja. Na gut. Hoffe ich mache das meine Stimme noch mit. Das ist echt lästig. Na. Bisschen reden und schon sowas. Gut. Ja, laufen wir mal zum Strand. Damit wir das endlich erledigt haben. Das sind ja auch noch diese farbigen Muscheln, bei denen wir nichts machen konnten. Vielleicht geht ja jetzt was, nachdem wir diese Siegelplatte geöffnet haben. Und wir sollten ja aufpassen, denn wir sind momentan alleine unterwegs. Das kann schnell böse enden. Moment, hier ist das Portal. Gut, bin ich hier richtig? Ich glaube ja. Ach, ich hätte noch wegen den Blumen. Ach, das habe ich natürlich wieder vergessen. Na gut, machen wir als nächstes, wenn wir in die Stadt gehen. So, erstmal wieder auf unser kleines Boot. Dann wollen wir doch mal gucken. Das war hier links, glaube ich. Ist das noch ein Gegner? Nein. Der tut uns nichts. Was war. Was ist denn das Rote? Keine Ahnung, ich dachte, das kommt jetzt von ihm. Naja, egal. Ja, hier dieser seltsame Ort, wo das Wasser nach oben fließt. Wir können die Siegelplatte jetzt öffnen, beziehungsweise wir haben sie schon geöffnet und es geht nach unten. Alleine sollte ich dort lieber nicht runtergehen. Okay, wenn er das schon sagt, dann werden wir uns hier halt erst später darum kümmern. Naja. Es ist schon mal geöffnet. Ich denke, hier können wir nach wie vor nichts machen. Vielleicht kommt das ja noch. Ändert ständig ihre Farben. Ja, das kennen wir schon. Aber hier können wir irgendwie nichts auswählen, oder? Nee, es tut sich hier rein gar nichts. Hier. Nee, auch nichts. Egal. Und hier, ich weiß nicht mehr, können wir da runterklettern, wenn wir eine Leiter und so haben? Anscheinend nicht. Bin ich mir gerade nicht mehr sicher, aber egal. Wir werden jetzt erstmal wieder zurück zur Stadt gehen. Vielleicht besser, wenn wir das nicht alleine machen. Tja, zwar leider einmal umsonst rumgelaufen, aber das konnte ich jetzt auch nicht wissen. So. Dann möchte ich als nächstes wieder zu diesem Blumenfuzzi. Ja, wo war der denn überhaupt? Ich muss gerade überlegen, zur Not gucke ich halt nochmal die Häuser durch. Und irgendwie so einen richtigen Waffenshop haben wir bis jetzt auch noch nicht gefunden. Naja, mal abwarten. Hier glaube ich war noch nichts, oder? Gasthof, nein. Da geht nichts. Hier auch nicht, hier auch nichts. Wo war der Typ mit seinen Blumen? Hier? Nee, hier war das nicht. Dann vielleicht eins weiter oben. Hier glaube ich, komme ich ja nicht rein, oder? Nee, verschlossen.
Naja, was Spannendes wird es heute wohl nicht mehr so wirklich geben, vor allem nicht, wenn ich diese schwarze Person da nicht anspreche. Wo war jetzt... Hä? Wo war jetzt der Typ, den ich diese Blumen... Wo ich diese Blumen hinlegen sollte? War der draußen irgendwo? Ich weiß es nicht mehr. Das ist jetzt ärgerlich. Hier ist nichts. Ich weiß, ich gucke dauernd rein. Ich weiß es eigentlich, dass hier nichts geht. Vielleicht doch hier. Nee. Die wollten von mir bestimmt nicht, dass ich irgendwelche Blumen auf ihr Grab lege. Beziehungsweise auf das Grab von jemand anderen. Das könnte passen. Gucken wir mal kurz beim Stein, aber da ist nichts. Verschlossen. Was? Och Mann, ich werde das doch heute noch irgendwie finden. Da hoch, Gasthof. Wo war jetzt der Typ, ey? Das gibt's doch nicht. Ach, das ist ein Waffenschmied. Okay. Was machen wir? Wir sind immer noch alleine unterwegs. Ich glaube, das wird uns nicht viel helfen, wenn wir jetzt zum Schmied gehen. Was hast du denn überhaupt Schönes? Ein Kristallschwert, Sichelklinge, Kriegskolben und Sichelhellebarde. Okay, das sind sicherlich alle neuen Waffen, die wir unseren Charakteren geben können. Was ist denn das? Schuppenpanzer, Abwehr 14. Ein Kristallschwert. Okay, das sind wohl unsere neuen vier Waffen plus eine neue Rüstung. Was kostet denn das ganze Zeug? Oh, 200, 200. Ja, nicht billig. Vor allem bei den Rüstungen wird es allmählich ein bisschen eng aussehen. Aber so ein neues Zeug wäre natürlich schon nett. ja, was machen wir? Ich würde sagen, solange wir nicht komplett sind, macht es wenig Sinn. Nichts für mich. Verbeulte Rüstungen. Wasser und was gibt's noch? Nichts Interessantes. Alte Waffen, die der Schmied wohl nicht mehr verkaufen kann. Tja, doch, das bringt mir nichts. Ich will da erst mit der gesamten Gruppe hin. Im Gasthof war das ja nichts. Oder? Nee, glaube ich nicht. Ach ja, das mit der Höhle. Mit diesem Drachen. Stimmt, das habe ich schon wieder verdrängt. Gut, hier geht leider auch nichts. Wäre auch komisch gewesen, wenn... ich von denen die Blumen bekommen hätte. Aber wo war das jetzt? Hier ist auch verschlossen, Mann. Das gibt's doch nicht. Ich war doch jetzt überall. Lass uns lieber nicht darüber sprechen. Ach Mann, ich finde diese blöde Hütte nicht mehr. Das kann doch nicht wahr sein. Hier bin ich richtig, oder? Bitte, bitte, bitte. Ja. Danke. Das war das Mindeste, was ich für ihn tun konnte. Bitte, nimm diese Belohnung an. Eine Traumklinge erhalten und 30 EP. Okay, das hört sich geil an. Auch wenn es ein bisschen gedauert hat. Naja. Gucken wir mal. Ausrüstung. Was haben wir denn Schönes bekommen? Ich muss echt mal wieder ein paar Waffen verkaufen. Doch diese Kristallklinge oder wie sie heißt, sie ist anscheinend nichts für Tieram. Na gut, dann halt nicht. Ja. Dann würde ich sagen, sprechen wir noch als letztes mit Lea. Ach, Selena meinte ich.
Warum verwechsel ich die Namen ständig? Und hoffentlich kriegen wir dann die Gruppe wieder zusammen. Ach ja, mit dem müssen wir auch noch reden. Das machen wir jetzt einfach mal. Oh. Es wird Zeit, dass sich die Leute gegen die Diktatur der Kirche auflehnen. Schon zu lange haben sie uns unterdrückt und ihren Glauben aufgezwungen. Interessant. Gehörst du der Bruderschaft des Neumonds an? Was? Nein, das habe ich nie behauptet. Ich halte zwar nichts von der Kirche, aber ich würde mich nie diesen Ketzern anschließen. Na, ich weiß ja nicht. Oh, der hat da was liegen gelassen. Er hat eine Blume verloren. Eine Blume? Eine Blume? Da klingelt's gerade bei mir nicht. Wir könnten natürlich in den Blumenladen gucken. Ob da jetzt irgendwas geht, dann würde dieses Häuschen auch mal Sinn machen. Hast du vor kurzem Blumen an einem Mann mit schwarzer Kutte verkauft? Ah, okay. Lass mich überlegen. Ja, vor ein oder zwei Stunden. Das war dieser seltsame Kerl, der vor ein paar Tagen in die Stadt gekommen ist. Naja, eigentlich ist er nur einer von vielen. Weißt du, wo er wohnt? Nein, ich habe ihn noch nie zu einem Haus gehen sehen. Ich weiß nur, dass er jeden Tag vor diesem düsteren Wandbild steht. Hm. Ja, ich glaube, da wissen wir, was gemeint ist. Dort, wo sich Selina die ganze Zeit aufhält. Und Junge oder Frau, was ist denn mit dir los? Wenn die Sonne so scheint wie heute, gibt es nichts Besseres, als sich einfach hinzulegen und sie zu genießen. Ach so, ich dachte schon, du wärst krank, tot oder was auch immer. Was hat er hier gemacht? Moment. Das ist etwas. Ein kleines Fach mit Schlüsseln drin. Jetzt muss ich nur die passende Tür finden. Ach, wir haben den Schlüssel mitbekommen. Ein Schlüssel reicht. Okay, na, ich bin gespannt. Dieses Bild gefällt mir besser als das andere. Ach, und das war's schon. Eine Berglandschaft bei Tag. Gut, wir haben noch irgendwo eine Tür zu öffnen. Da gab es ja ein paar, die verschlossen sind. Doch ja, damit werde ich jetzt nicht mehr anfangen. Wir werden uns das wohl erst das nächste Mal vornehmen, oder? Ja, doch. Machen wir das nächste Mal. Echt schlimm, wie schnell schon wieder der Part vorbei ist. Obwohl, ich will jetzt mal gucken. War das rein zufällig die Tür? Tatsächlich. Wow. Angst. darf ich wieder gehen? Ja. Puh, Glück gehabt. Na, das war mal interessant. Tja, ich würde sagen, da werden wir das nächste Mal erst reingehen. So als kleiner Cliffhanger. Und was gibt's noch zu tun? Ich muss mal überlegen, die Blumen. Waffen werden wir noch kaufen. Ansonsten, glaube ich, haben wir alles gemacht. Ich hoffe es zumindest. Das am Strand steht uns noch, steht noch an. Naja, und so weiter. Ich glaube, hier gibt es sonst nichts weiter zu machen. Wir werden nur vielleicht sogar alleine da runtergehen müssen. Naja, was uns da erwartet, sehen wir auf jeden Fall erst das nächste Mal, wenn es weitergeht. Bei Licht und Finsternis.